Bei der Produktivgenossenschaft in Lietzen ist der letzte Gerstendrusch bereits erfolgt. Landesweit wird die Ernte voraussichtlich auch diese Woche abgeschlossen. Um eine erste Bilanz zu ziehen, hatte der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern am 21. Juli zur jährlichen Erntepressekonferenz geladen. Diese wurde vom Vorstandsmitglied der Produktivgenossenschaft Lietzen, Toni Rob, am Rande eines abgeernteten Gerstenschlages ausgerichtet. Also das ist so momentan, dass wir trotz aller Bedenken zuerst doch eine recht gute Gerstenernte haben. Wir sind so im Durchschnitt, überdurchschnittlich der letzten Jahre. Wir liegen, denke ich mal, so nach ersten Prognosen bei knappe 9 Tonnen pro Hektar. Das ist hier für diese Struktur, die wir hier haben, oder für diese Flächenstruktur, den Wandel, den wir hier haben, ist das schon recht gut. Rob rechnet in diesem Jahr mit mindestens durchschnittlichen Erträgen für seine rund 225 Hektar. Deutlich gedämpftere Erwartungen auf das landesweite Ernteergebnis bei der Wintergerste hat Detlef Kurek, Präsident des Bauernverbandes. Ein Grund dafür sind ihm zufolge die großen regionalen Unterschiede in den Niederschlagsmengen während des Frühjahrs. Ja, so weit und differenziert wie unser Land ist, so ist auch die Wintergerstenernte. Wir haben Betriebe hier, wo wir gerade stehen, hier im Bereich um die Hauptstadt Schwerin herum, wo die Betriebe durchaus zufrieden sind. In weiten Teilen des Landes ist eine gute Ernte eingebracht worden, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir Landstriche haben, die durch die Witterung in diesem Jahr erneut so weit benachteiligt werden, dass sie von einer katastrophalen Ernte sprechen. Das ist insbesondere im Osten und im Süden des Landes der Fall. Und diese Betriebe haben das vierte schlechte Jahr in Folge. Als nächstes steht die Rapsernte an. Laut Kurek zeichnet sich hier ein ähnlich differenziertes Bild ab wie bei der Gerste. Wegen der Trockenheit während der Aussaat sowie dem milden Winter rechnet der Bauernpräsident insgesamt mit geringeren Erträgen als 2019. Optimistischer blickt der Verband auf die Weizenernte. Im Weizenbereich denken wir, dass die Niederschläge nach der Frühjahrsdürre doch dazu geführt haben, dass wir durchschnittliche Erträge erzielen können, wobei natürlich die Küken im Herbst gezählt werden und wir dann die ersten Ergebnisse abwarten müssen. Insgesamt rechnet der Bauernverband mit einer besseren Ernte als in den vergangenen beiden Dürrejahren. Laut Kurek können diese Ergebnisse die Verluste jedoch nicht kompensieren. Schließlich sind die Preise auf dem niedrigen Vorjahresniveau. Toni Rob steht noch vor weiteren Herausforderungen. Momentan hat die Produktivgenossenschaft Lietzen 325 Schweine im Stall, die schon längst zum Schlachter müssten. Nun ist es aber so, dass wir nirgendwo auf regionale Schlachthöfe zurückgreifen müssen. Die meisten Schweine, die in den ostdeutschen Bundesländern geschlachtet werden, gehen meistens nach Niedersachsen, nach Reda-Wiedenbrück oder nach Weißenfels oder zu Vion nach Emsek. Durch den Shutdown bei Tönnies direkt ist es so, dass wir natürlich auch so ein bisschen in Verzug geraten sind, was die Ausstattungsgewichte geht. Die Schweine sind deutlich schwerer, wir müssen die Schweine deutlich länger füttern. Und wenn man so will, ist es so, dass wenn die aus dieser Schlachtmacht rauskommen, bekommen wir am Ende eher noch weniger als das, was an der Börse notierte Schlachtkörpergewicht ist, von momentan 1,47 Euro. Neben dieser aktuellen Problematik bei den Schweinemastbetrieben steht auch die Bewirtschaftung der Ackerflächen vor weiteren großen Herausforderungen. Dafür sorgen dem Bauernpräsidenten zufolge die verschärfte Düngemittelverordnung sowie weitere Verbote von Pflanzenschutzmitteln.